Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Perils of Man. Wir sind hier im Geheimlabor oder was auch immer das ist und wir schauen mal die Archive nur an. Nur alte Rechnungen und Garantien. Spannend. Nur alte Rechnungen und Garantien. 27. Ja, Entschuldigung, das wollte ich nicht. 1863. Hört ihr aufzureden? Nee. An. Jetzt aber. Labortisch. Schlägel. Ein Schlägel. Das erste Präzisionsgerät der Forschung. Und eine Zange. Viele Gerätschaften sind verstaubt. Aber die Zange hier nicht. Schmelztiegel. Ein kompaktes Tiegelchen. Ah. Da, der ist an. Okay. Kann ich den jetzt da draufstellen? Klar doch. Genau das Richtige für einen Schmelztiegel. Aber was soll ich darin schmelzen? Die Goldmünzen natürlich. Passt perfekt. Auf zum Schmelzen. Yeah. Bisschen übertrieben, die Animation immer, aber gut. Also, das habe ich nicht getroffen. Okay, mit den Laborzangen halte ich den Schmelztiegel. Ach so. Die Münzen passen genau hinein. Als wären sie dafür gemacht. Okay, jetzt können wir das Gold schmelzen. Okay, jetzt können wir das Gold schmelzen. Wunderbar. Dann tun wir das. Sowas muss man langsam und vorsichtig machen. Geschafft! Lass uns jetzt das geschmolzene Gold ausgießen, bevor es abkühlt. Okay. Zack. Zack. Perfekt. Ich nehme wieder die Zangen und gieße es da hinein. Jetzt nur noch etwas abkühlen lassen und dann habe ich es wohl geschafft. So, und den kann ich jetzt da rausprügeln. Das war's. Ich ja! habe einen goldenen Schlüssel. Father's Gift. Erfolg freigeschaltet. Was auch immer ich mit dem Schlüssel jetzt mache. Ein wunderhübscher kleiner Schlüssel, den ich aus geschmolzenem Gold gemacht habe. Cool. Schönes altes Buch. Hm. Für ein Laborbuch scheint das zu groß. The Perils of Man. Und alle Seiten sind weiß, aber es gibt ein Lesezeichen. Das könnte die Handschrift von Vater auf dem Cover sein. Bedrohungen der Menschheit. Wieder das Wort Bedrohung. Wieso nicht einfach Gefahr? Bin ziemlich sicher, Vater hat uns nicht verlassen, um einen Roman zu schreiben. Sicher steckt mehr dahinter. Wir können uns das aber nicht angucken. Schade. Ein Schlüssel? Ne, wir haben hier gar nichts, was wir anklicken können. Da ist doch ein Lesezeichen drin, hast du gesagt. Warum kann ich mir das nicht angucken? Riskante Chemikalien. Die Chemikalien sind frisch. Jemand war mitten in einem Experiment. Hoffentlich war das Vater. Sonst ist das doppelt gruselig. Scheinbar tödliche Chemikalien. Gott, oh Gott, oh Gott. Tödliche Chemikalien. Ofen. War das schon immer unter meinem Haus? Wohin zieht der ganze Rauch? Vielleicht machen diese Dämpfe Mutter verrückt. Das könnte natürlich sein. Riesige Schwungrad. Maschinen aus dem Dampfzeitalter. Kann nicht mal raten, wozu das gut war. Wozu brauchen wir jetzt den Schlüssel? Gehen wir nochmal in die Höhle. Ah, warte, da war... Ah, nee. Nee, da war die Falltür. Ich übersah die Falltür. Ich dachte, das wäre... Aber da stand ja, gehe zur Werkstatt. Ich dachte, das wäre hier das gemeint. Dann fahren wir nochmal wieder zurück, weil es so viel Spaß macht. Und schauen dann mal. Gehe zur Werkstatt. Ah. Schachautomat. Cool. Kasparov. Ein Schachroboter. Thomas liebte seine Automaten sehr. Vor allen Dingen Süßigkeitenautomaten liebe ich sehr. Schade. Durch den Rost innen kleben alle beweglichen Teile zusammen. Thomas an einer Brücke. Kausalitätsazimut. Hä? Was? Thomas bei einem Brand? Thomas meinte, er habe was entdeckt mit dem Potenzial für nie dagewesene Zerstörung. Ob es dies ist? Schraubzwinge? Auf ewig zugerostet. Okay. Edgars Vermerk von 1847. 1874.
74. Auf der Basis der Proben meines Vaters schloss ich, dass die Onyx- und Amethystkristalle für das Risiko-Okular am effektivsten sind. Allerdings sind die Topaz-Kristalle einmalig in ihrer Fähigkeit, Licht unendlich zu binden. Ich muss noch eruieren, was diese Speicherungen auslöst. Ich bring's nicht über mich, den Original-Topaz zu zerstören. Aber ich habe ihn in einen Bleikasten getan und aus dem Labor gebracht. In schwachen Augenblicken gefährdet allein seine Nähe meinen gesunden Menschenverstand. What the fuck? Darwin wird mir helfen. Darwin! Ah, Schlüsselloch. Der Schlüssel passt. Ich werde ihn aufziehen. Nichts. Sieht so aus, als würden noch ein paar Teile fehlen. Vielleicht muss ich ihn wieder zusammensetzen. So macht man's. Ein Elektronenröhrchen, gefüllt mit zerstoßenem Kristall. Kleiner Maser. Ein Metallvogelbein. Das linke. Ein Holzschwänzchen. Das rechte Bein eines Robotervogels. Eine große Feder. Ausgeleiert. Ach, das nicht, okay. Probieren wir mal den Vogelschwanz jetzt hier dran zu machen. Wie uff. Achso, ich dachte, das geht jetzt nicht. Was? Drunter steht geschrieben Darwin. Achso. Aha, das muss der Darwin sein, natürlich, den Thomas Diorama erwähnt. Er meinte, der könnte mir weiterhelfen, wenn ich feststecke. Kommt hier der Maser rein? Achso, okay. Ich habe das Gefühl, ich habe es fast geschafft. Soll das vielleicht miteinander gelungen verbinden? Okay. Scheinbar ja. Und jetzt das Ding vielleicht da reinlegen? Toll! Toll! Was auch immer ein Maser ist. Ja, rein damit. Okay. Linkes Bein ins linke Beinloch. Und rechtes Bein ins rechte Beinloch. Und jetzt Schlüssel. Es lebt! Oh mein Gott. Bedauere, Darwin, ich bin nicht Thomas. Na dann, guten Morgen, nicht Thomas. Möchtest du dein Risiko-Okular aufsetzen? Thomas ist mein Ur-Ur-Urgroßvater. Ich bin Anna, aber was ist ein Risiko-Okular? Bird-Eröffnung, nicht Thomas. Bird-Eröffnung? Wie finde ich raus, was das ist? Aktivierung des Bird-Eröffnungsvorgangs. Bird-Eröffnung, nicht Thomas. Rain Bird, Thomas, es ist einfach mein Spiel. Es ist einfach mein Spiel. Darwin, was geht? Darwin. Sieht aus wie ein unvollendetes Spiel. Ja, ich wette, so geht's. Ich muss nur noch wissen, welches Stück in die Bird-Eröffnung passt. Hoffentlich hat es jemand niedergeschrieben. Ah, okay. Müssen wir also zurück in die Bücherei. Und dann müssen wir die Rain-Bird-Eröffnung müssen wir dann nutzen. Komm raus, Anna. Mach hinter dir zu. Ach nee, geht automatisch. Perfekt. Gehen wir zur Höhle und dann sind wir ja direkt wieder im Arbeitszimmer vom Daddy. Und da schauen wir nochmal, ob wir da nicht nochmal in den Bücherregalen nach der Bird-Eröffnung suchen können. Nach einem Ladebildschirm. So, können wir denn jetzt hier die Bird-Eröffnung mit dem wuchtigen Bücherregal benutzen? Ein Buch über Schach. Vielleicht finde ich hier etwas. Okay. Bird-Eröffnung. Weißer Bauer auf F4.
Okay, das war einfach. Die Rainbird-Eröffnung, na sowas. Dann machen wir das mal und dann werden wir wahrscheinlich mehr Infos von Darwin kriegen. Oder er wird uns das Risiko-Okular geben. Ich bin gespannt. Was hat unser Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater da entworfen? So, kann ich jetzt einfach das Schachbrett anklicken und das dann machen an den Bauern auf F4 oder muss ich das mit dem Buch machen? Vielleicht hatte Thomas keine Freunde zum Spielen. Okay, ich muss mit dem Buch machen. Birds, Eröffnung. Ich setze die Figuren also zurück. Weißer Bauer auf F4. Risiko-Okular. Ein verstecktes Schubfach ist soeben aufgegangen. Ich hoffe, es ist nicht voller Spinnen. Lass mal sehen. Eine klobige Sonnenbrille. Und noch einer dieser Maser. Risiko-Okular ohne Maser wurde ins Inventar gelegt. What? Darwin? Edgar, bist du das? Ich heiße Anna, Darwin. Ich heiße Thomas Eberling. Warum hältst du mich für Darwin? What the fuck? Weil du durch ihn sprichst. Darwin, nach all den Jahren, meine Güte, erstaunlich. Fräulein. Anna Eberling. Und wenn du wirklich Thomas Eberling bist, dann bin ich deine Urgroßenkelin. Wieso? Was ist ein Risiko-Okular überhaupt? Ein Gerät, das Kausalität in drei Zeitdimensionen misst. Es zeigt, wie das Universum tickt. Übersetzung bitte. Was macht das Risiko-Okular? Es zeigt dir, wie wahrscheinlich etwas eintritt. Ah. Könnte ich mit dem Risiko-Okular Vater finden? Er wird seit 10 Jahren vermisst. Seit 10 Jahren, sagst du? Eventuell... Eventuell was, Thomas? Nichts, Kind. Wir dürfen noch nichts vermuten. Suche im Buch. Vielleicht sagt es, wohin dein Vater zuletzt ging. Aber nimm unbedingt Darwin mit. Er war mein steter Begleiter beim Verwenden des Risiko-Okulars. Was für Dinge treten denn ein? Je kausal signifikanter, desto mehr wird enthüllt. Kausal signifikant? Also schlimme Dinge? Nicht unbedingt. Okay. Das Buch ist leer. Nur für Leute, die nicht sehen können. Aha. Darwin mitnehmen? Wohin gehe ich denn? Wo auch immer das Buch dich hinbringt. Okay. Wie kommunizieren wir? Das ist eine sehr gute Frage. Darwins Topaz-Kristall-Maser ist auf dieselbe Frequenz eingestellt wie mein Tantalit-Kristall. Aber dazu braucht man eine starke elektrische Kraftquelle. Sowas wie ein Gewitter? Das ginge. Die negativen Ionen könnten eine Art Quantenfeld bilden. Wieso bist du so gut erhalten? Du musst 195 Jahre alt sein. Wir haben 2033. Und nach Adam Riese bist du dann im Jahr 2030. Vor 150 Jahren habe ich das erste Risiko-Okular entwickelt. Wie kannst du in der Zukunft sein? Mein Sohn Edgar. Er brachte mich hierher und nahm mir das Risiko-Okular. So konnte ich nicht zurück. Wohin ist hierher? Ich bin in einer Anstalt bei Zürich. Ah. Soll ich dich da rausholen? Zwecklos. 2013. Selbst wenn, klingst du nicht alt genug, um das auszurichten, Fräulein Anna Eberling. 16 ist alt genug. Okay. Kann ich jetzt nicht einfach mitnehmen? Nee. Okay, wir müssen also... Ach, da kommt so... Ach, da kommt von selber mit. Ach, wie süß. Wir haben einen kleinen Vogel. Neben und her. Komm mit, Vogel!
So, können wir denn jetzt irgendwie... Ach, der ist schon da. Der ist mal vorgeflogen. wir haben doch jetzt dieses Risiko-Okular im Inventar. Ein Maser, genau wie derjenige, der in Darwin ist. Dann packen wir die nochmal zusammen, würde ich sagen, wa? Wenn da steht ohne Maser. Was meinst du? Wie soll ich das benutzen? Na, dann setze die auf. Klobige Brille mit angehängtem Maser. Klobige Brille mit angehängtem Maser. 27. Januar 1863. Bedrohungen der Menschheit. Warum ein Buch mit leeren Seiten? Kann ich jetzt nicht hier... Klobige Brille mit angehängtem Maser. Ich würde die gern aufsetzen oder so. Klobige Brille mit angehängtem Maser. Wo ist Darwin? Da steht er. Dem können wir aber nicht reden, schade. Doch, Darwin. Und trotzdem nicht mit ihm reden. Hä? Da wir haben jetzt das Risiko-Okular und können jetzt hier in dem schönen alten Buch lesen. Wir könnten mal den Bunsenbrenner ausmachen, ne? Nur rein zur Sicherheit. Okay, aus. Fühle ich mich gleich besser. Riesiges Schwungrad, Ofen, Archive. Wir müssen ja... Da kommen wir gar nicht mehr hin. Wir kommen gar nicht mehr hier raus. Was? Und er ist immer vor uns da. Das ist ja knuffig. Aber der gibt uns auch keine weiteren Hinweise. Das Buch ist für die, die nicht sehen können, leer. Aber wie kann ich denn was sehen? Ich kann das... Risiko-Okular ja irgendwie nicht aufsetzen. Aber ich kann das natürlich, ich könnte das natürlich jetzt von außerhalb mit dem schönen alten Buch verwenden. Aber wenn ich das Buch schon in Nahaufnahme habe, dann geht's ja nicht. Aber vielleicht geht's ja, wenn ich das jetzt so mache. Ich sehe Wörter. Feuer im Aladon-Theater. London 1873. Schätzung des Feuer- und Rauchschadens. Oh, was ist das? Katastrophe auf Elektromagnetismus-Ausstellung. Hunderte Tote. Hä? Was ist das? Was mache ich denn hier gerade? What? Stehe ich nicht. Im Leben gibt es Bedrohlicheres. Was ist denn das? Was heißt denn das? Iridian, Amplituden, Vektor. Kann ich jetzt mit Darwin reden? Nö. Warum auch? Hä? Genau hier kann ich dem Glas... Ich habe gerade keinen Plan. Super. Im Leben gibt es Bedrohlicheres. Was soll denn das heißen, im Leben gibt es Bedrohlicheres? Und was ist... Da ist was. Da ist was. Ausgezeichnet, nicht Thomas? Warum war das eben nicht da?
Dies muss das Theater aus dem Buch sein, das Aladon. Warte mal. Heißt das auch, ich befinde mich im Jahr 1873? Temporale Transposition, nicht Thomas? Keine Ahnung, was das ist. Aber das klingt definitiv nicht gut. Sieht aus wie die Ausstellung über Elektromagnetismus, die das Buch erwähnt. Demnach brennt das Haus heute Abend nieder. Vater muss irgendwo hier im Theater sein. Aber wieso, Darwin? What? What the fuck? Okay. Wie kann ich denn hier speichern? Ich würde das Spiel gerne speichern. Oder speichert das automatisch? Probieren es gerade mal aus. Wenn ich jetzt fortsetzen mache. Spiel 2. Wo bin ich dann? Ach, dann bin ich hier, dann passt's ja. Weil ich würde jetzt eine Aufnahmepause machen. Ich danke euch fürs Zusehen und was geht denn jetzt hier ab? Jetzt haben wir das Okular, wo wir das, was wir wahrscheinlich dann frei benutzen können. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude vor dem. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch eine Bewertung und einen Kommentar da. Und ich sage bis zum nächsten Mal bei Perils of Man. Macht's gut. Tschüsschen.